Damit hätten wir den Punkt 12.8 geschafft und kommen zum Punkt 12.9. Wer den Punkt 12.9 FDP-mäßig einbringen möchte, den bitte ich nach vorne. Herr Fischer. Ja, dem ging es aber nicht gut, den lassen wir noch ein bisschen. Ich will auch mal was sagen. Lieber Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Punkt wird ohnehin ein nicht allzu gewaltiger, es wird ein ruhiger sein und vielleicht geht er auch schnell über die Bühne. Ich nehme an, im nächsten Punkt werden die alten politischen Feuer wieder aufflackern. Aber jetzt sind wir bei einem Antrag, Haltestellen am Neustädter Bahnhof sichern. Die Fernbuslinien erhalten haben wir auch noch drüber geschrieben, aber das können wir natürlich als Stadtrat nicht. Das machen die Gesellschaften selber. Wir wollen die Haltestellen dort haben. Und ich bin eigentlich ein Typ, der nicht so sehr an der Stadtverwaltung herummäkelt. Das ist nicht meine Art. Ich habe ein großes Vertrauen in die Mitarbeiter der Verwaltung und das möchte ich auch immer zum Ausdruck bringen. Aber hier bei diesem Sachverhalt haben wir das Gefühl, die Stadtverwaltung irgendwie die mogelt oder will was aussitzen. Und deshalb ist dieser Antrag auch schon so lange in der Pipeline. Und ich hoffe, dass Sie ihm heute Ihre Zustimmung geben und dann haben wir es endlich in die Wege geleitet. Dieses Aussitzen kam bei uns in Betracht, als wir hörten, die Fernbuslinien Bayerische Straße sollen bevorzugt werden, sollen als erstes ausgebaut werden und so lange will man nichts am Neustädter Bahnhof tun. Und das ist in meinen Augen ein Aussitzen. Da muss was getan werden. Ich verwende gerne bildhafte Vergleiche. Ich gestehe mal eins aus meinem Arbeitsbereich. Wenn ich einen Stundenplan für ein Schuljahr baue, für meine Schule, dann bin ich natürlich voll überzeugt, das ist der beste Stundenplan, weil er ja von mir kommt. Wenn dann aber Kollegen kommen und sagen, Mensch, kannst du mir die Stunde nicht wegplanen, oder? Dann könnte ich ja sagen, ich habe keinen Bock drauf. Aber ich merke jedes Mal, es gibt immer noch Möglichkeiten, wenn man den guten Willen dazu hat und auch ein bisschen Druck. Ich erwarte jetzt also von der Stadtverwaltung auch ein bisschen Willen, dort noch was zu ändern, was in die Wege zu leiten. Und den Druck müssen wir übernehmen. Und dieser Antrag ist doch so gut gelaufen. Wir haben aus dem Neustädter Ortsbeirat das übernommen. Also ich denke, hier kann man eigentlich nicht dagegen sein. Stimmen Sie bitte zu. Dankeschön. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Da ich sehr viele Meldungen habe, wird AfD das Wort gewünscht? Nein? Dann CDU, Herr Kragen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wir unterstützen den Antrag, am Neustädter Bahnhof weiterhin die Möglichkeit zu haben, dass dort Fernbusse halten können. Wir fanden es insgesamt etwas unsensibel, wie hier mit Berlin-Linienbus vorgegangen wurde. Das ist ja der konkrete Anlass, dass dort bei der Fernbuslinie von Dresden nach Berlin die Haltestelle nicht mehr genehmigt und nicht mehr fortgeführt werden konnte und dass damit die Konzession auch für den Anbieter, ich will nicht sagen wertlos, aber wertloser wurde. Und wir haben es letzten Endes auch an den Reaktionen gesehen, es gibt einen entsprechenden Bedarf. Und insbesondere fand ich es auch unter dem Gesichtspunkt unsensibel, weil wir ja das gesamte Thema Fernbusse auch am Hauptbahnhof nach wie vor nicht geklärt haben. Wir haben dort eine sehr unbefriedigende Situation. Auch die Vorlagen, die da kommen sollen und vergleichenden Standorte sind derzeit noch nicht dem Stadtrat zugegangen. Insofern ist auch unter dem Gesichtspunkt es etwas ungeschickt gewesen, wie die Verwaltung vorgegangen ist. Insofern wollen wir ganz gern mit unserer Zustimmung nochmal bekräftigen, dass wir ein großes Interesse haben, dass zumindest was derzeit an Fernbuslinien besteht und an Haltestellen besteht, zunächst zu erhalten. Sollten wir das Thema generell im Zusammenhang mit einem entsprechenden Haltepunkt in der Stadt, der neu geschaffen werden soll, anpacken, kann man sicherlich auch über dieses Thema noch mal reden, aber solange das nicht vorliegt, soll es bitte zunächst mal so bleiben, wie es aktuell ist. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Zuschauer auf der Tribüne und natürlich auch im Stream. Worum geht's? Eine Haltestelle am Neustädter Bahnhof für Fernbuslinien. Also eine Buslinie konnte da nicht mehr halten, die andere durfte da noch halten. Das ist natürlich eine Ungleichbehandlung. Das ist nicht schön. Auch die Begründung, die uns offiziell gegeben wurde, warum das gemacht werden muss, weil da nämlich halt ein paar Busse weniger an dieser Haltestelle halten, aber dennoch über die Hansastraße zur Autobahn fahren, war also auch nicht wirklich befriedigend. Von daher ist der Ansatz, diesen Antrag zu stellen, sehr gut. Und in der Tat, ich glaube, sie waren einfach nur schneller. Ich hatte sowas auch schon aufgeschrieben gehabt. Gleichwohl, mittlerweile hat man ja herausgefunden, was der wirkliche Grund ist, warum der einen Buslinie quasi dort das Halten verboten worden ist. Und zwar, dass man generell nicht weiß, wo die Busse halten werden in der Zukunft. Und da Konzessionen für lange Zeit ausgegeben werden, wenn man jetzt sozusagen wieder eine Konzession verlängert, dann hat man den Status quo quasi eingefroren für die nächsten 8 Jahre oder 10 Jahre, ich weiß es nicht genau. Und deswegen hatte man das dann der einen Buslinie versagt. Und deswegen müssen wir jetzt, Herr Kaden hat es schon angesprochen, ab heute in die Zukunft, in das nächste halbe Jahr hinein, uns tatsächlich überlegen, und das ist die eigene spannende Frage, die jetzt kommt, wollen wir einen zentralen Omnibusbahnhof irgendwo haben in der Stadt oder wollen wir dezentrale? Die Frage ist auch, wollen wir Fernbusse in die Stadt reinziehen, damit sie dann wieder aus der Stadt herausfahren, also pro Bus 2 Fahrten, oder sollen die noch in der Stadt meandern oder sollen die Busse an der Peripherie halten und dann schnell wieder auf die Autobahn. Die Diskussion führen wir heute nicht, deswegen will ich da gar nicht lange reingehen, aber das ist jetzt quasi das, der Antrag wird heute eine breite Mehrheit kriegen, was sozusagen jetzt die Arbeit dann für das nächste halbe Jahr ist. Und damit Sie alle wissen, was meine Position ist, also wirklich jetzt persönlich, meine Position ist, die Stadt sollte kein oder kaum Geld ausgeben für etwas, was Privatwirtschaft ist, also den Bus. Ich möchte die Busse eigentlich an der Peripherie haben und das, wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung, damit Sie sozusagen wissen, wenn Sie mit mir reden, was Sie dann erwartet. Aber die Diskussion müssen wir jetzt führen, von daher fröhliches Weihnachtsfest. Dankeschön. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen natürlich alle, es handelt sich hier um einen Fensterantrag der FDP-Fraktion, die dort öffentlichkeitswirksam, ich weiß noch, die Benita Flath hat sich dort aufgebaut, hat schöne Fotos gemacht am Schlesischen Platz und natürlich diente dieser Antrag dazu. Das ist in Ordnung, das ist ihr gutes Recht, das so zu machen, aber es ist auch ein bisschen kleinteilig im Vergleich zu der Debatte, die wir eigentlich zu führen haben. Ich war jetzt ein bisschen erstaunt, auch von manchen Vorrednern, die das aus meiner Sicht ein bisschen falsch dargestellt haben. Also erstens, die Stadtverwaltung ist nicht für die Konzessionierung zuständig. Das ist das Landesamt für Straße und Verkehr, die das macht. Und da hat die Stadt im Grunde keine Aktie dran. Und das Problem in Berlin-Linienbus hängt auch damit zusammen, dass das Lasow gesagt hat, ihr kriegt da jetzt keine Verlängerung mehr. Und das, was Flixbus hat, ist meines Wissens auch eine Probe und keine endgültige oder eine auf Zeit ausgegebene Verkehrsgeschichte. Und weil es jetzt hier einfach so getan wird, als ob da überhaupt keine Probleme wären, möchte ich dann doch noch mal sagen an der Stelle, die Verkehrsabteilung, ich weiß nicht, ob es Herr Köttnitz oder Dr. Mohaupt waren, haben uns wirklich glaubwürdig im Ausschuss für Stadt und Gebau dargestellt, dass es erhebliche Bedenken gibt an dem Haltepunkt, dort wo es jetzt ist, an der Hansastraße, weil dort im Grunde kein sicheres Ein- und Aussteigen und Beladen möglich ist. Und da bitte ich doch, dass man das mal ernst nimmt und nicht so tut, als ob dort einfach ja irgendwie eine unfähige Stadtverwaltung mal irgendwie sich weiter ein paar Schikanen gegen die tolle Privatwirtschaft überlegt hätte. Nein, es handelt sich sozusagen um eine Versuchskonzession, die man mal gegeben hat vor vielen Jahren, die jetzt noch weitergeht, die aber im Grunde nie am Neustädter Bahnhof eine ordentliche, befriedigende, verkehrssichere Situation hatte. Und ich bitte auch ernst zu nehmen, dass es tatsächlich Beschwerden aus dem Altenheim gegeben hat. Ich bitte auch ernst zu nehmen, ich wohne ja dort in der Gegend, bin da öfters unterwegs und wer da mal lang geht, der weiß, wie dann die Busse die ganze Nacht durch, den ganzen Tag durch, da durch die Friedrich-Wolf-Straße heizen.
Also da kann man schon mal auch ein paar Fragen stellen, wie das Ganze organisiert ist. Nichtsdestotrotz, wir sind dafür, dass es Fernbushalte gibt. Wir sind auch dafür, dass es den am Neustädter Bahnhof gibt. Jetzt machen wir diesen Antrag. Ich weiß allerdings nicht, ehrlich gesagt, ob uns das in der Sache in irgendeiner Form weiterbringt. Ich fürchte mal nein, aber wir geben mal der Stadtverwaltung diesen Auftrag mit. Lassen Sie mich die Zeit noch mal nutzen, zu dem generellen Thema Fernbus halt was zu sagen. Meine Vorredner sind ja auch drauf eingegangen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns über ein paar Parameter dazu verständigen, was denn Fernbus halt ist. Martin Schulte-Wissermann hat es gesagt, es ist eine privatwirtschaftliche Unternehmung. Und es ist ganz sicher nicht Aufgabe der Landeshauptstadt Dresden oder der öffentlichen Hand, dafür Geld bereitzustellen, als ob das eine normale Daseinsvorsorgeaufgabe wäre. Zum Zweiten ist aber auch zu sagen, dass das Vorhandensein eines Fernbushaltes durchaus ein wichtiges Element ist, um jetzt sozusagen den Umweltverbund und auch die Reisemöglichkeiten, die Mobilitätsmöglichkeiten der Dresdnerinnen und Dresdner zu stärken. So, und jetzt muss man gucken, wie man diese beiden Dinge zueinander bringt. Und dann ist natürlich die Frage, ist denn ein Unternehmen bereit, tatsächlich jetzt selbst zu investieren? Und ist es denn auch bereit, wenn die Landeshauptstadt Dresden beispielsweise in Vorlage geht und dort etwas investiert, auf einer kleinen Flamme, dann auch die entsprechenden Haltegebühren zu bezahlen und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir können uns dem Gedanken schon nähern, dass die Landeshauptstadt dort eine gewisse Investition vornimmt, wenn in absehbarer Zeit eine Amortisation dieser Investition zu erwarten ist. Dann ist die Frage, wo kann das stattfinden? Es ist immer wieder der Wiener Platz genannt worden. Der Wiener Platz hat viele Vorteile, er hat auch viele Nachteile. Ich würde jetzt einfach mal auch aus umweltpolitischer grüner Sicht sagen, wenn wir uns tatsächlich aus städtebaulichen und sonstigen Erwägungen beispielsweise für einen zentralen Standort wie Wiener Platz entscheiden, dann muss auch der zusätzliche Schadstoff, Klimaausstoß, den wir dadurch in die Stadt reinziehen, an anderer Stelle ausgeglichen werden. Und da bin ich dann schon mal gespannt auf die Debatte, weil alle natürlich gerne, ja, Fernbusse wollen fahren, billig, billig und so weiter. Aber wenn es dann heißt, an welcher anderen Stelle wir dann die die zusätzlichen Treibhausgasemissionen ausgleichen oder die zusätzlichen Schadstoffemissionen, da bin ich mal dann auf die Debatte gespannt. Aber es geht nur beides zusammen. Also wir können nicht einfach jetzt Geld in die Hand nehmen, für den Monopolisten Flixbus was bauen und dann so tun, als ob dann irgendwie alle anderen Probleme gelöst werden. Deswegen stimmen wir jetzt heute zu. Es ist ein Fensterantrag, bitteschön, ist in Ordnung, aber das eigentliche Problem müssen wir noch lösen. Vielen Dank. SPD-Fraktion, Herr Steinmann-Fischer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Vorredner haben ja im Prinzip schon den Weg aufgezeigt. Der Antrag ist das, versucht ein Symptom zu heilen einer ausbleibenden Entscheidung, die wir in den nächsten 2 Jahren, nämlich bis zum nächsten Doppelhaushalt, uns alle überlegen müssen, wie wir sie treffen wollen. Aber da es auch in der Öffentlichkeit ja immer wieder die Frage aufkommt, warum haben wir noch keinen Fernbusbahnhof, sollte man vielleicht dazu auch der Ehrlichkeit halber sagen, wir haben lange Zeit Planungen gehabt am Wiener Platz, die Fläche wurde von der Stadt gesichert, dort einen Busbahnhof zu bauen, damals allerdings mit dem Fokus auf den Regionalverkehr und damit war die Finanzierung eine ganz andere und auch wesentlich unproblematischer, weil man Geld aus Stellplatzablösemitteln und auch beim VVO reservierte Gelder in einem Umfang hätte nutzen können, dass wir viel weniger Probleme hätten. Nun haben wir den Fernbusverkehr, das ist kein Regionalverkehr, das ist eine neue Form der Mobilität oder eine stärker gewordene Form der Mobilität in Deutschland. Und ich glaube, für eine Großstadt ist es auch angemessen, einen gemessenen Eingangstor zu bauen. Und da müssen wir uns jetzt in den nächsten 2 Jahren überlegen, wie wollen wir das machen? Stadt baut, Stadt betreibt. Stadt baut, privat betreibt. Privat baut, privat betreibt. Die Modelle gibt es alle in Deutschland. Sie funktionieren mal besser, mal weniger gut. Es gibt verschiedene Standortvarianten. Und da muss ich nochmal widersprechen. Dieser Antrag, so wie ich ihn lese, gibt eindeutig ein Bekenntnis zum Fernbus halt am Bahnhof Neustadt an. Die Fernbusunternehmen sagen, dass sie diesen halt für sinnvoll halten. Auch die Deutsche Bahn hält ja Hauptbahnhof und Neustadt. Und insofern ist es, glaube ich, auch ein sinnvolles Bekenntnis, was man hier abgibt. Damit hätte man im Prinzip in der Standortdiskussion schon eine mögliche Vorentscheidung getroffen. Die zweite
Entscheidung ist aus unserer Sicht ganz klar zu fällen. Man muss sich überlegen, wo wollen die Leute hin, wo wollen sie einsteigen. Und das sind nur Verknüpfungspunkte, wo man gut mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber auch mit anderen Verkehrsarten einsteigen und aussteigen und umsteigen kann. Deswegen, ich freue mich, dass die Mehrheit hier im Rat auch, oder die fast oder eigentlich alle im Rat der Meinung sind, dieses Thema müssen wir anpacken. Lasst uns in den nächsten 2 Jahren verschiedene Modelle diskutieren. Ich glaube, die 4 bis 6 Millionen Euro Baukosten, die im Moment im Raum stehen, da kann man auch deutlich runtergehen, wenn man private Investoren mit ins Boot holt, was der Betrieb oder was die Investition angeht. Da gibt es auch Interessen in diesem Land an Unternehmen, die sowas machen wollen. Lasst uns die Gespräche führen und dann in 2 Jahren mit dem Doppelhaushalt über eine konkrete Planung entscheiden. Vielen Dank. So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Dann können wir das Schlusswort des Einreichers machen. Herr Fischer. Kann ich das von hier? Eine kleine Erklärung nur noch zum Ende. Ich habe mir Mühe gegeben, wenig zur Einbringung zu sagen. Aber nicht nur, weil ich mich freue, dass wir nachher das Kulturkraftwerk einweihen, dass wir mit guter Stimmung darüber gehen. Ich wollte eigentlich auch demonstrieren, dass das geht, wenn man schon so lange in Ausschüssen diskutiert hat. Und ich habe dem Herrn Lichti konzentriert zugehört, weil er ganz ruhig und sachlich heute war. Aber das haben wir doch alles in den Ausschüssen gesagt. Wozu haben wir denn unsere Ausschüsse? Wir könnten etwas effektiver sein und diesen Seitenhieb kann ich mir heute nicht verkneifen. Frohe Weihnachten, Herr Lichti. So, meine Damen und Herren, damit kommen wir zur Abstimmung und dem federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann einstimmig mit 57 Ja-Stimmen so beschlossen.